Jo Leute, was geht? Wir sind zurück hier bei Let's Play Flüff und erstmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten, die in den letzten Tagen so zahlreich dazugekommen sind und selbstverständlich auch ein herzliches Willkommen an meine älteren treuen Abonnenten, dass ihr immer noch dabei seid bei Let's Play Flüff. Und ja, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich gucke gerade auf meine Haut. Ich bin schon ein bisschen braun geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat sich doch schon ein bisschen bräuner angesammelt. Natürlich jetzt nicht so viel wie bei manchen anderen Leuten, aber doch schon einiges. Und ja, ist ja eigentlich komisch, ne? Wir Gamer eigentlich, laut einem bestimmten Sender, sind wir alle kreideweiß. Richtig dreckig, waschen uns nie und so. Laut einem bestimmten Fernsehsender, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. Ich denke mal, wir wissen alle, worauf ich hinaus will. Und ja, also ich gehöre noch nicht zu dieser Spezies. Ja, vielleicht kommt das ja auch einfach noch. Vielleicht möchte dieser Sender uns damit sagen, dass das dann später nochmal dazu kommt, dass wir auch alle so werden. Ja, Freunde, wir sind zurück bei Let's Play Flüff. Ich habe noch ein bisschen hier mir aufgeschrieben. Erstmal habe ich den Sound leiser gemacht, beziehungsweise probiere das beim Nachbearbeiten den Sound leiser zu machen. Da haben mich einige drauf hingewiesen. Vielen Dank dafür nochmal. Und der liebe Endory, Grüße an dich. Auch ein sehr treuer Abonnent, auch schreibt auch viele Kommentare. Viele Grüße an dich, auch Urlaubsgrüße hat geschrieben, dass die Grafikeinstellung, dass ich mal höher stellen soll. Du, ich habe es vorhin mal ausprobiert. Also wenn ich jetzt nicht aufnehme, geht's auf jeden Fall. Das Blöde ist, wenn ich dann jetzt aufnehme, dann, ja, es läuft halt nicht rund und hat hin und wieder ordentliche Ruckler drin. Ja, da muss ich mir mal was überlegen. Vielleicht kann ich ja diverse Einstellungen hochmachen und jetzt nicht alle zusammen, sondern nur ein paar. Und ich denke mal, wir kriegen da was ganz Gutes hin. Ich muss mir auf Dauer, auf lange Sicht sowieso mal eine neue Grafikkarte holen. Und dann kann man auch mal andere Spiele spielen, die ich jetzt eventuell nicht let's playen könnte, weil mir sonst meine Grafikkarte durchgehen würde. Ja, Urlaub ist zu Ende und wir starten jetzt auch mal direkt hier bei Flüff. Ist einiges passiert wieder. Es war jetzt wieder so ein Einlog-Event, beziehungsweise ist noch. Deswegen, das ist auch der Grund, warum hier so viele Leute stehen. Und wir haben von Flüff ein Clock bekommen. Clock of XP, 7 Tage. Bla bla. Und der gibt uns XP plus 5 und Verteidigung plus 5%. Das heißt, damit können wir erstmal richtig gut leveln. Die ganzen Power-Ups hatten wir von der lieben Zauberhexe, glaube ich, ne? Zwergenhexe, sorry. Auch noch alle dabei. Und wir haben noch die Experience, die Scroll of Experience. Und die ballern wir am Wochenende, Freunde. Habe ich mir gedacht, mache ich mal so eine Mega-Aufnahme. Von morgens bis abends baller ich da mal wirklich mal den ganzen Tag hier Flüff mit den XP-Scrolls und den XP-Clock rein. Und ich denke mal, dann hauen wir da schon so ein paar Level raus, Freunde, oder? Also ich denke mal, am Wochenende könnte ich dann doch schon 60 machen. Wenn nicht sogar mehr, Freunde. Wenn nicht sogar mehr. Ja, wir waren hier stehen geblieben bei in Flaris. Warum ich jetzt gerade hier bin, weiß ich schon selber nicht mehr. Ja, genau, wir waren bei der Quest. Stimmt's? Genau, wir müssen jetzt Rayon dann treffen. Und dann bekommen wir das Level 30er Set. Geld und Element Card Box, die kennen wir noch zu gut. Den Schrott haben wir immer noch im Inventar. Und ja, ich denke mal, das machen wir jetzt direkt, Freunde, oder? Neues Set für Level 30. Lassen wir uns nicht entgehen. Und ja, ich denke mal, wir holen uns jetzt erstmal nochmal die Buffs. So. Schieben das hier zur Seite und laufen schon mal zu diesem lieben Rayonen hin. Und ja, ich habe viele Geschichten, Freunde, aus dem Urlaub. Die kann ich euch mal erzählen gleich. Also nacheinander. Und auch ein paar Themen, über die ich auch gerne sprechen möchte. Dankeschön. Ja, Maracuja ist es, Lord. Der, also soweit ich das mitbekommen habe, ballert der wirklich fast 24/7 Events raus. Soll ein nice Lord sein, danke dafür, weil wir bekommen echt kaum Lords hier noch zusammen. So, jetzt sind wir angekommen bei Rionen. Der Bürgermeister von St. Morning hat mir bereits von deinen Taten berichtet. Ich bin so stolz auf dich. Ich würde dir gerne den nächsten Auftrag geben, aber es ist noch zu früh für dich. Erreiche Level 40, dann sehen wir weiter. Läuft bei uns hier, was wir alles bekommen. Boah, es regnet gerade extrem, Freunde. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Richtiger Abriss draußen. So, wenn ich die jetzt öffne, dann müsste der eigentlich stapeln, genau. Freunde, hört ihr das eigentlich? Nee, ne? So. Schön das Talin-Set bekommen. So heißt das doch, ne? Genau, Talin-Set.
guckt euch das an. Kritische Trefferrate plus 10%. Also damit können wir eigentlich locker bis 30, bis 60 durchleveln, locker. So, den Schrott verkaufen wir mal, weil das braucht jetzt echt kein Mensch mehr. Freunde, ich hoffe, ihr hört das nicht, weil das hagelt extrem draußen. Das ist schon nicht mehr normal, da. Ich guck mal eben, boah. Freunde der gestört Unterhaltung, was ist da draußen wieder los, ey? Was ist da draußen wieder los? So, wo müssen wir jetzt hin? Ach ja, genau, der hat ja gesagt, wir dürfen jetzt erstmal noch keine Quests mehr machen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zurück nach St. Morning und ein bisschen so leveln. Ich denke mal, mit dem Clock of XP kriegen wir das ganz gut hin. Und wir haben ja noch diverse Power-Ups dazu. Ich denke mal da. Und Lord-Event, Freunde, ist ja auch noch da, ne? Also dürfen wir auch nicht vergessen. So, ich weiß gar nicht mehr, welches Level waren wir denn? 30? Ne? Wo gehen wir denn da am besten hin, Freunde? St. Morning. Schaffen wir die schon? Ah, ne, ich glaube, da ist noch ein bisschen hochgegriffen. Die Dumbball sollten mit 7 Level Unterschied mit den ganzen Buffs, die wir haben, sollten die eigentlich drin sein. Ich denke mal, da probieren wir uns auch mal direkt, weil, Leute, wir haben eigentlich schon relativ gutes Equip für das Level. Als ich damals in diesem Level war und mit Fluff angefangen habe, wisst ihr, was ich da hatte? Ich hatte nicht mal Geld für das NPC-Equip und habe mit Waggy-Equip noch gelevelt damals. Das war noch was. Das war noch Zeiten. Boah, wird das jetzt hier dunkel, ey. Erstmal gleich Licht anmachen hier. Aber der Lichtschalter ist so weit weg. Deswegen, das ist das Problem. Aber ich denke mal, das mache ich mal eben, Freunde. Ich sehe wirklich gar nichts mehr. Ich mache mal kurz hier mein Headset auf stumm und mache mal eben hier Licht an. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ne? Boah, ich hoffe, ihr hört das draußen nicht. War bei euch eigentlich die letzten Tage? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich mach mal kurz Headset wieder ein bisschen gerade hier, sorry. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, in welchem Bundesland ihr wohnt und dann, wie das Wetter bei euch war. Die letzten Tage sollen ja in Deutschland nicht ganz so prickelnd gewesen sein. Gerade hier, da wo ich herkomme, in Nordrhein-Westfalen, sollen wohl extreme Schäden auf Wasser, also Keller wieder voller Wasser gelaufen sein und so. Also da soll wirklich extrem gewesen sein. Ich selber habe ja Urlaub gemacht und kann ich euch ja verraten. Ich war an der Nordsee in Cuxhaven. Kennen ja, denke ich mal, einige von euch. Und ja, da war wirklich durchgehend Sonne, 28, 30 Grad, gar kein Problem. Ne? Okay, ein Tag, da war schon ordentlich Regen. Oh, boah, was ist denn hier los, ey? Haben die alle geraucht oder wo kommt... Boah, jetzt blitzt hier und donnert noch. Leute, ich hoffe, ihr hört die Hagelkörner nicht an meiner Scheibe. Da kriegst du ja Schiss, dass dir die Scheibe bricht. Ey, was ist denn hier los, ey? Sonst levelt hier nie jemand. Oder alle 100 Jahre mal einer. Boah, ey, was das für Hagelkörner sind, ne? Ohne Spaß. Warum kann ich das hier jetzt wieder nicht ausfahren? Was soll das denn hier schon wieder? Ah, so ging das. Sonst muss ich das rausschneiden, wenn ihr das hört, weil das ist echt extrem hier, ne? So, 6, 7, 4. Ups. Stonehand. 38% Attack Speed, da machen wir mal den hier noch rein. 93 und davon noch eins. Wir haben es ja, Freunde. Naja, es geht. So, Premium sind die nicht, aber die gehen ganz gut weg eigentlich. 75, gucken wir mal, wie viel wir pro kriegen, weil wir sind ja gleich schon wieder Level up. Und wir sind kritten schon ganz gut. 1% nur, ist ein bisschen mager eigentlich. Und dafür, dass wir 50% XP-Event haben, Clock auf XP, also eigentlich hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet, wenn ich da mal ganz ehrlich durch bin. Aber man kann nicht alles haben, Freunde. Aber was hier los ist gerade, ne? Das ist echt extrem. Boah, ich hab nur Angst, dass ihr das hört, ey, Freunde. Ich höre mich selber schon.